Spielleitung. Wir spielen Anno 1800, wir spielen mit der Reisezeit der neuen Erweiterung, der zweiten vom Season 3 Pass und wir haben mittlerweile den dritten, den vierten Twitch-Stream. Da zeichne ich ja mal auf für die YouTube-Leute und mittlerweile ist die Erweiterung rausgekommen. Es ist nicht mehr so, dass man mir nur zuschaut, wenn ich etwas spiele, was man selber noch nicht zocken darf, sondern jetzt können das, wenn ihr wollt, alle, jeder und jeder Einzelne von euch ebenfalls spielen. Mit dabei heute ist zum Beispiel... Wir wären dann so weit. Da habe ich die freie Presse gerade gehört. Viele Leute auf Twitch. Liebe Grüße an euch alle. Schön, dass ihr den Anno-Samstag, wie immer, hier auf Twitch mit mir verbringt und auch mit Kapitänin Kiberfox. Hi, Sylvie. Hallihallo. Ja, schönen guten Abend. Die Stimme, die ich bisweilen zu Wort kommen lasse und die mich dann mit One-Linern versucht, aus dem Konzept zu bringen und es erschütternd oft auch schafft. Myst, hallo Myst, 5585, danke dir fürs Abo. Fürs fünfte schon. Ja, deshalb heißt du mal, beim sechsten Abo nennst du dich dann um in Myst 6686 statt Myst 5585. Das sind so Fragen. Hast du noch nie drüber nachgedacht? Ja, das ist... Also ich finde das interessant. YouTube-Zuschauer, ihr werdet gerade auf Twitch begrüßt. Ganz viele Leute sagen, hallo ihr YouTuber, Brodak zum Beispiel. Das ist die Welt vom letzten Mal. Wir hatten uns letztes Mal ein paar Ziele gesetzt und ich habe mich vorher lange vorbereitet. Ich bin seit Stunden heute schon in Klausur gegangen. Hallo J-Fuchs, danke dir fürs 12. Abo. Hallo WB, hallo J-Fuchs. Ich bin stundenlang heute in Klausur gegangen mit mir selber und habe mir dieses vielseitige PDF-Dokument erstellt, danach ausgedruckt, farblich illuminiert, eingescannt, erneut ausgedruckt, rübergefaxt an Kapitän Kieber. Sie hat es redigiert, mir zurückgeschickt, ich habe sie da eingescannt und ausgedruckt. Und so sieht jetzt mein Vorbereitungspapier aus für den heutigen Stream. Das ist es. Das ist die umfangreiche Vorbereitung, die ich für heute gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Dickes Programm, Kapitänin Kiba, ist ein bisschen... Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich kurz zu fassen. Ich weiß, das könnte hart werden. Also ich lese mal vor. Erstens Limonade. Prost. Zweitens Bar. Nein, kein Bargeld. Bar. Drittens Souvenir. Und unten drunter in der letzten Zeile steht als Fußnote plus Hotels. Ja, das ist unser Plan für heute. Limonade, Bar, Souvenirs und Hotels. Warum ich mir das aufgeschrieben habe, alter Mann, Leute, ich kann mir das nicht alles auswendig merken. Und es hat sich auch gelohnt. Also es sind viele Bäume dafür gestorben, denn es gab viele Druck-Sessions zwischendurch, aber kann man nachpflanzen. Neues Feature. Mittlerweile das Game-Update Nummer 11, glaube ich, bei Anno 1800 und Bäumchen. Können wir jetzt nachpflanzen im Handumdrehen. Das ist, glaube ich, hier. Schau mal hier. Wir können hier jederzeit Bäume pflanzen, wie wir wollen. Kostet uns nur etwas Geld. Und deshalb drucke ich jetzt auch mehr aus. Also meine Vorbereitungspapiere jetzt für Anno und so weiter, die drucke ich jetzt immer aus. Weil das ist ja Quatsch. Wir können Bäume jederzeit nachpflanzen und warum soll ich dann die Umwelt schonen? Also wenn mich eines gelehrt hat, also Anno 1800 mich eines gelehrt hat, dann mach was du willst, holz Bäume ab. Sei eine Umweltsau. Man kann alles reparieren. Es gibt digitale Tools für alles. Wir haben nicht nur einen Planeten, wir haben viele. Das ist das, was mir das Spiel mir beigebracht hat. Danke an die Entwickler für diese zynische Botschaft. Lieben Dank. Jetzt machen wir aber noch Folgendes. Wir wechseln einmal rüber zu der zauberhaftesten, entzückendsten, hinreißendsten Insel ever, die wir haben. Und zwar hierhin. Dorfromantik. Zauberhaft. Das ist unsere Reisezeit-Touristeninsel. Das ist unser Besucherhafen, den wir ausgebaut haben. Immer wieder die gleichen Gesichter. Zu einem Touristenhafen, der uns fett Geld einbringt. Also hier steht angeblich minus 200, nee hier, 11.000 und irgendwas. Unfassbar viel. Ist das 11.000? Ja, Einkommen plus 11.4. Wahrscheinlichkeit von Gästen hoch. Das sind Spezialisten. Und von hier aus haben wir ein Netz von Bushaltestellen errichtet. Das sind diese hier. Schaut mal, wo die stehen. Ich tappe mal durch. Das ist die Insel, die wir vollgestellt haben mit einem Museum, einem botanischen Garten, einem zoologischen Garten, Varietés, einem wunderhübschen kleinen Fake-Dorf, wo die Leute so leben, als ob es ein echtes Dorf wäre. Also wir haben hier nur Bauern und keine anderen. Das ist diese kleine Siedlung. Im Hintergrund haben wir Ferienhäuser. Können die Leute auch leben, nicht nur in den Hotels. Wird komischerweise an Hotels nicht angezeigt, dass hier auch Menschen leben. Aber ich bin fest überzeugt, dass in diesen Dachas auch Menschen untergebracht wird. Das ist unser Dorf. Deshalb Dorfromantik. Wir haben auch weiter hinten
Aber ich glaube, das kann man gar nicht anschließen. Noch diesen Jahrmarkt hier hingesetzt. Das sieht auch hübsch aus. Da steht der. Ach, den Leute, den müssen wir uns einmal angucken. So sieht er aus. Mit Achterbahn, mit Highflyer, mit Denkmälern, vielen Touristenattraktionen, mit Luftballonsverkäufern, mit vielen hysterisch auf der Stelle auf- und abtanzenden Menschen jedweden Geschlechtes, die ihre kleinen, speckigen Fäustlein in die Luft reißen, immer wieder jubeln und sich freuen, dass sie am Leben und auf dieser Insel sind. Herzlich willkommen im Irrenhaus von Dorfromantik. Ich habe ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, die Leute, die vorbeikommen hier, wenn man sich die mal so aus der Nähe anschaut, ich glaube, ja, irgendwie, also jedes Touristenziel ist ja spezialisiert auf irgendetwas. Die einen sind spezialisiert auf Rucksacktouristen. Die andere auf Leute mit, auf Kulturtouristen. Was weiß ich so, ne? Und wenn ich mir die Leute so angucke, die hier leben. Menschen lassen sie hochleben. Wisst ihr, was ich glaube? Wir sind spezialisiert auf die Irren. Auf die Bekloppten aller Welt. Da hinten sieht man das ganz gut. Kein Mensch weit und breit, sie stehen da. Sie jubeln wie beim Fußballspiel, sie brechen abrupt ab, wie in Gruppentrance und gehen weiter. Hier auch die da vorne, ja. Also entweder oder sieht es so, oder ist es einfach Ballermann-Feeling. Soll man die Stadt umbenennen in Dorfromantik oder feiern sie diesen Mann auf Stelzen an und sagen, weitermachen, weiter, ich weiß es nicht. Kim Kieber, wie verrückt muss man sein, um freiwillig Urlaub zu machen in Dorfromantik? Ich sag nur, wie der Herr so das Geschirr, oder? War das was Böses? Wolltest du mich gerade dissen? Captain Kieber, das ist sehr unhöflich. Komm. Hör mal, du, ich bin der Gastgeber. Das ist eine Ehre für dich, bei einem Stream dabei zu sein. Du sagst sowas Unhöfliches. Das ist, also das geht ja gar nicht. Stell dir vor, ich würde zu dir unhöflich. Also komm, Captain Kieber. Das ist ja der Gipfel hoch 10. Seit wo. Diese Seite von dir kenne ich gar nicht. Du bist sonst so ein sympathisches, zurückhaltendes Frauchen, das niemals irgendwie eine patzige Bemerkung über seine Lippen bringt. Ich bin schwer erschüttert, ganz im Ernst, Captain Kieber. Ich weiß gar nicht, wie man dissen schreibt. Okay. Also, das war einer der berüchtigten One-Liner von Kapitänin Kieber. Wir machen gleich mal weiter, bevor es für mich noch peinlicher wird. Das ist die Insel hier. Im Ernst, Dorfromantik ist weiterhin, finde ich, ein zauberhafter Name. Sieht ganz entzückend aus hier. Guck mal hier. Ganz, ganz zauberhaft. So, und jetzt wollen wir die Insel allerdings erweitern und machen Folgendes. Na, wo ist denn mein Spickzettel? Ah, da ist er, wie Gott sei Dank. Leute, wenn ich den nicht hätte, ich wäre so aufgeschmissen. Also, Limonade, Nummer 1. Einmal Limonade. Einmal rein in Limonade. Das heißt, wir gucken. Ist aber, hattest du mir nicht die Petition zugeschickt von Chatmods und dir, dass ihr Kirschbananensaft haben wolltet, Kapitänin Kieber Fox? Ja, die haben wir eingereicht. Mit einer kleinen Prise Fuchsblut, glaube ich. Oder wie kommst du auf diesen Nickname? Fox heißt du? Einfach so. Einfach so. Um dich zu verblüffen. Also du bist der Meinung, es muss kein Fuchsblut im Kirschbananensaft sein. Wir konnten ihn auch so genießen. Na, weißt du, Füchse sind schlau, deshalb habe ich den. Ach, das hatte ich nicht verstanden. Das konnte ich nicht verstehen. Kommen wir mal weiter. Also hier einmal rein, einmal Hotel gucken. Und die Bedürfnisse der Leute sehen wir hier. Was wir als nächstes brauchen, ist Limo. Oh, sie haben auch zu wenig Schmuck. Das erschüttert mich gerade. Beim letzten Mal war eine haufenweise Schmuck da. Da müssen wir kurz die Routen checken. Aber ich bilde mir ein, das hatten wir zuletzt in Ordnung gebracht. Gerade ist der Schmuck alle. Kann das sein, dass ein Luftschiff mit Schmuck gerade ankommt? Nein. Das ist jetzt allerdings unschön. Sind unterwegs. Warum haben wir keinen Schmuck hier? Jetzt ist Schmuck wieder da. Wie viel Schmuck haben wir im Lager? 27. Haben wir eine Schmuckroute? Einmal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, wir haben die perfekte angeschlossen und Schmuck wird geliefert. Ich glaube, aus der Hauptstadt über die Schmuckroute. Ja. Zweimal sogar. Schmuck wird sogar doppelt geliefert. Über den Touristenversorger in Bullseye. Da ist anscheinend nichts mehr da. Und zusätzlich noch über die Schmuckroute von Highland aus. Kann sein, dass wir die zuletzt eingestellt hatten. Lager ist leer, das ist klar. Wo ist das Schiff? Gott,
Jetzt können wir das wieder suchen gehen, wo das ist. Das muss irgendwo hier vorne sein, bis ich das gefunden habe. Wir gehen wieder zurück und hier wieder rein. Also sollte eigentlich klappen. Wir wollten ja Limo. Komm, wir bleiben beim Plan A. Wir gehen wieder rüber zum Thema Limo. Ich hätte nie erwartet. Jetzt ist Schmuck da. Lassen Sie sich nochmal nachdenken. Das ist die Limonade und um die zu fertigen, brauchen wir. Ich glaube, wir hatten doch zuletzt, Kapitänin Kieber, wir hatten doch die Konfitüre über die Konfitürenbäumchen gemacht. Dann brauchen wir jetzt, ich glaube, Limonadenbüsche, oder? Was meinst du? Genau. Gibt es die denn bei Anno? Ja, such mal. Ich habe sie noch nicht gefunden. Guck mal, ob wir die irgendwo finden. Vielleicht hängt es auch mit einem anderen Gebäude zusammen. Die stellen wir in dem Ernst. Die stellen wir hier, die Limonade in der Chemiefabrik. Hatten wir schon eine gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür mussten wir hier hingehen. In die Regenwaldzone. Und wir gucken mal, wenn wir hier eine Fabrik bauen. Baumschule. Kokosöl, Zimt, Zitrusfrüchte, Kampfer. Oder sind die Chemiewerke nur in der anderen Welt? Chemiewerke sollten gehen anscheinend nur drüben. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Und zwar hier. In Highland. Chemiewerke hier, check. Da. Chemiefabrik, Shampoo, Limonade, Souvenir. Haben wir hier eine? Wir haben schon welche gebaut für Shampoo und Limo. Ach, wir haben die gebaut, aber ich erinnere mich beim letzten Mal. Wir haben die angeschlossen, wir haben mehrere gebaut, aber haben die noch nicht komplett versorgt. Und ich glaube, die Shampoo-Geschichte, die hatten wir abgeschlossen, Sylvie. Und bei der Limonade-Sachen hatten wir gesagt, das machen wir nächstes Mal weiter. Ich glaube, sowas war das. Genau. Hier oben ist das. Einmal hier, Produktion angehalten, Limonade. Und das ist die Produktion fürs Shampoo. Und die läuft super. Das heißt, hier müssen wir alle Inkredenzien uns jetzt holen. Alle Inhaltsstoffe. Ja, Gumpelpumpel, richtiger Hinweis. Limo wird bei uns aus Chemie gemacht. Aber kann man überhaupt aus Chemie Limo machen? Das wäre so, als würde man Schweine aus Bio machen. Oder als würde man, Kieberfox, als würde man Eisen aus Physik machen. Oder als würde man Bücher aus Literatur machen. Geht das? Natürlich. Meinst du? Im Internet geht alles. Wir sind im Internetzeitalter. Da hast du recht. Also wir brauchen Salpeter, wir brauchen Zucker und wir brauchen Zitrusfrüchte. Die Zitrusfrüchte von drüben. Salpeter geht, glaube ich, nur auf bestimmten Inseln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier ist Salpeter-Vorkommen. Hier ist keines. Das heißt, hier können wir das Salpeter herstellen und dann rüberbringen. Dann können wir auch schon mal anfangen. Arbeiter. Aber wir haben nicht viele Arbeiter, weil wir ja keinen Pendlerkai errichtet haben. Sollten wir das noch schnell machen? Wir haben mittlerweile gar nicht mehr so viele Arbeiter hier überall. Weil wir die alle abgegradet haben. Oh Gott, furchtbar. Wir müssen dringend nochmal. Wir brauchen dringend nochmal mehr Arbeiter. Am besten nochmal hier ein paar Bauern wieder. Müssen wir ein paar Bauern verbessern hier. Wie sieht das aus mit den Konsumgütern vor Ort? Sieht okay aus. Dann machen wir mal. Wir müssen die Insel mal kurz ein bisschen vergrößern. Es geht aber fix, das machen wir auch. Boomstick, danke an dich und liebe Grüße. Danke fürs Abo verschenken an Schnudelhuber. Boomstick. Das heißt, wir bauen ein paar Häuschen mehr. Und zwar bauen wir die rund um. Wir haben drei Stadtzentren. Stadtzentrum 1, ein Marktplatz, eine Kirche. Das ist der Marktplatz, daneben ist die. Das ist der Marktplatz, das ist die Wirtschaft oder umgekehrt. Und davon haben wir drei Stück. Hier einmal. Und das dritte Zentrum ist hier. Hier ist noch viel Platz. Hier kann man noch haufenweise Leute unterbringen. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das tun wir so. Was ist denn das hier? Habe ich das hier gemacht? Nee. Unfassbar. Also ein paar Leute unterbringen, bitte.
hier. Einmal hier vorne. Einmal hier hinten. Hier drumherum. Mit Straßen, Häuser anschließen. Hier auch. Hier vorne ebenfalls bitte. Total unhübsch. Da müssen wir uns irgendwas überlegen noch. Arbeiter, die sollten ja alle gut versorgt werden. Klasse. Ja, und noch ein paar mehr hier in die Seite rein. Für die Liebenswürdigkeit. Gerne geschehen. Ich weiß nicht, worüber ihr redet, werte Frau, aber sehr gerne geschehen von vollstem Herzen. Ich hätte mir das auch gut überlegt, worum es auch immer ging. Es war wirklich, es war mir eine Herzensangelegenheit. Ich kann mich genau erinnern, dass ich nicht wusste, worum es ging, aber es kam von Herzen. Hast du das manchmal auch, Sylvie, dass sich Leute bei dir bedanken für Dinge, wo du gar nicht weißt, worum es geht? Nee, normalerweise erinnere ich mich an solche Sachen. Meinst du, ich hätte mich daran erinnern müssen? Was glaubst du? Also die Frau hat sich gerade mit mir bedankt. Du hast es, ich weiß nicht wofür. Was ist das Letzte, wo sich bei dir jemand für bedankt hat? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, dass ich lecker Mittag gekocht habe. Aber nicht für mich. Ich weiß aber, wer das gesagt hat. Willi. Ja. Du hattest Willi unseren, das war ein Spezialauftrag, den ich hier gegeben hatte. Kümmer, lad mal Willi ein. Willi war in letzter Zeit so sauertöpfisch. Wie war das Mittagessen mit Willi? Erzähl mal. Das war jetzt aber was. Oh, ich weiß nicht, wie das mit Willi war. Ich habe nicht mit Willi Mittag gegessen. Nein, mit wem denn dann? Das weißt du, ich verrate es aber jetzt nicht. Einfach her. Okay. Dann bleibt das unser Geheimnis. Also unter uns, liebe Leute. Es war Bente. Kaffeekranz mit Bente. Das war auch wichtig, denn vorher war sie bei mir gewesen. Ich hatte sie zum eigenen Kaffeekranz eingeladen, aber ich hatte mich verkocht. Ich hätte ihr aus Versehen in ihren Hibiskus-Tee Salz reingegeben. Statt Zucker und davon war sie beleidigt und habe sie schnell zu Captain Kiba rübergeschickt und habe mir gedacht, die kann das besser als ich. Tut mir leid, dass ich das gespoilert habe. Musste sein, ich weiß nicht warum. War irgendwie notwendig. So, das ist glaube ich okay. Kann man das so bauen? Kiba, ich glaube ja, ne? Ja, sehr hübsch. Ich finde auch. Ja. Fein, einmal mehr bauen. Jetzt brauchen noch mehr Arbeiter. Die holen wir uns woanders. Die holen wir uns da, wo die Leute schon aufgelevelt sind. Oder hier vorne, hier geht's auf. Einmal hier, einmal hier vorne. Hier am Rand geht's auch. Dann hier hinten diese bitte Stadt noch. Sieht helle Köpfe magisch an. Dann gleich mehr Industriearbeiter wieder. Das kann nicht schaden. Prima. Rund um die Zentren machen wir das mit großer Freude. Ein paar Arbeiter mehr. Schauen wir uns mal kurz an, ob wir die auch versorgen können weiterhin. Würde mich überwundern, wenn nicht.
bis auf das Thema Arbeitskleidung. Brot. Brotprobleme hier. Lass uns mal ganz kurz das Brot anschauen und dann können wir auch die Fabriken hier bauen. Einmal Thema Brot checken. Getreide ist ja da. Zwei Bäckereien irgendwo. Na, wo denn? Da ist Mehl. Da sind die Bäckereien. Ah ja, stimmt, ich hätte mir hier hingesetzt. Das ist ein Palast, der uns extra Produktion bringt aus Strom. Noch ein Aufschlag drauf. Das ist der Strom, kommt von hier, vom Kraftwerk. Setzen wir da noch ein paar mehr hin. Das sind die Bäckereien. Stellt haufenweise Mehl her. Die Mühlen, das ist die Bäckerei. Mehl ist nicht genug da. Ei. Ist das mal das, was wir als erstes machen? Getreide sollte eigentlich in rauen Mengen da sein. Getreide ist zuhauf da. Problem scheint ein bisschen Mehl zu sein. Kümmern wir uns da mal drum. Setzen hier noch ein paar Mühlen hin. Hat die Mühle Strom? Ja. Strom kommt alles von hier, wie gesagt. Das Palast. Dann setzen wir im Verhältnis eine Mühle zu zwei Bäckereien. Eine hier hin. Das ist einmal in Reserve. Eine Bäckerei hier. Und noch eine zweite. Was ist das hier? Das ist die Schneiderei. Die setzen wir mal eins um und. Ach, das geht gar nicht. Dann noch eine Bäckerei hier vorne hin. Dann Straßen bitte. Strom wird bis dahin geliefert. Da brauchen wir definitiv noch mehr Lagerhäuser. Jetzt noch eines hier hinten hin oder hier außen. Ein Lagerhaus hier vorne hin. Aus dem Nichts. Sehr schön. Das klappt. Strom ist auch da. Jetzt müsste die Bäckerei wieder gut funktionieren. Mehl wird genug produziert und Brot auch in genügender Anzahl. Arbeit haben wir auch genug. Jetzt ist der Schritt, dass wir uns, Kiva Fox, dass wir uns kümmern um die Chemiefabrik. Hast du ein gutes Limonadenrezept? Was ist das? Ja, habe ich. Man braucht Zitronen. Zitronen, Zitrusfrüchte. Warum? Also jetzt müssen wir mal ein bisschen Tacheles reden und das mal ein bisschen spoilern und den Leuten erklären. Wir spielen ja mit einer Mod. Das ist die Kiva Fox Mod. Das heißt, wir benutzen nur Rezepte, die wir persönlich bei unserem letzten Vorbereitungstreffen auf die unsere 1830-Zeit-Streams gemeinsam ausprobiert haben. Die Idee, Salpeter reinzukommen, war von dir gekommen. Du hast gesagt, WB, Daniel, unbedingt in unsere Limonade muss Salpeter rein. Da warst du auch sehr beharrlich. Ich habe dich dann gefragt, warum und wieso, und du hast gesagt, das erkläre ich gerne beim Stream live. Lass dich überraschen. Genau, das ist ein altes Familienrezept, das gehört unbedingt da rein. Zitrone, Zucker und Salpeter. Salpeter für den Geschmack? Für den schönen Nachgeschmack. Ja, okay. Und dann wolltest du unbedingt Zucker reinpacken, aber da. Okay, das glaubt mir keine Sau. Ja, das Zucker war von mir. Kapitän Kiba wollte Zitrusfrüchte reintun, da habe ich schon gesagt, das ist mir ein bisschen zu heftig. Das schmeckt ja sauer. Da hat sie gesagt, okay, dann schmeißen wir noch Salpeter drauf. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das wird mir aber etwas zu heftig. Ich bin ein ganz süßer. Deshalb werden wir ein paar Tonnen Zucker noch reinhauen. Du hast damals irgendwas gesagt von wegen WB.
ist aber echt ein Süßer, aber ich habe das nicht als männerfeindlich angesehen. Wie war das damals gemeint, als du das gesagt hast? Doppeldeutig, immer. Wie immer. Also aufnahmsweise Zucker rein, ein paar Tonnen bitte. Ein paar Tonnen Zucker hier rein. Tonnen Zucker, Salpeter und Zitrusfrüchte. Salpeter holen wir uns von hier unten. Gibt es hier schon ein Salpeterwerk? Ich denke nicht. Mal gucken, ob wir ein Salpeterwerk finden. Wo finden wir denn hier Salpeter? Wahrscheinlich bei den Dampfmaschinen? Nee. Schwere Geschütze. Ja, Salpeter. Bislang nichts und nirgends. Strom gibt's keinen. Dann setzen wir hier an eine Küste. Oh Gott, haben wir hier noch eine Küste irgendwo? Übrigens, die Insel gehört uns zu 100%. Wie findest du das? Mach einen Screenshot. Das ist echt selten, ne? In der Regel ist dieser doofe, na, wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal? Der heißt doch irgendwie so Burschi oder Bösi. Wie heißt er nochmal? Der Typ, der uns immer die Inselanteile wegkauft. Georgie. Georgie, genau. Georgie. Hab ich gar was anderes gesagt? Nee, ne? Ich glaube, ich hatte Georgie auch gesagt. Der macht das immer. Der kauft uns immer die Inselanteile weg. Oder wie man bei uns im Rheinland sagt, bei dir und bei mir, das ist ein fieser Möb. Das gehört sich ganz und gar nicht. Ah, oh, wie cool, da können die Salpeterwerke auch draußen bauen. Auf die offene See. Das machen wir sofort. Ich liebe es, solche Dinge in die offene See zu buxieren. Da kann ich viel Zeit mit verbringen. Das finde ich ultra cool. Da wird sofort ein bisschen rumexperimentiert. Sehr fein. Klasse. Einmal. Zweimal. Zweimal, dreimal. Nochmal bitte. Bitte nochmal. Das sieht doch so super peinlich aus. Liebes Programm. Achtung, liebe Entwickler, ich streame euer Spiel gerade live auf Twitch. Danach gibt es das Video auf YouTube. Ihr wollt mich doch nicht hier entblößen, dass das doof darstellen. Bitte jetzt live, bitte einmal in Ubisoft-Zentrale, in Blue-Byte-Zentrale Mainz live. Jetzt bitte WB fordert den Geheimen per Cheatcode seine geheime Unterstützung ein, sodass immer wie auf wundersame Weise, hallo, Ubisoft-Zentrale bitte kommen, jetzt bitte freischalten, dass alles baubar ist. Niemand meldet sich. Was für ein peinlicher Augenblick, ganz im Ernst. Da haben die mir damals gesagt, WB, stream ruhig Anno 1800, du musst das Spiel nicht können, wir helfen dir notfalls live. Dann so eine Pleite. Grauenhaft. Ganz peinlich. Kiba, hatten wir schon mal einen peinlicheren Augenblick bei einem unserer Streams? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Hatten wir überhaupt jemals peinliche Augenblicke bei einem unserer Streams? Ich glaube, das war Premiere eben. Genau. Ich kann mich auch nichts erinnern, dass da irgendwann mal irgendwas schiefgelaufen wäre. Glaube ich nicht. Alles gut. Eins hier hin. Na, geht doch. Das war alles Absicht eben. Die stellen wir hier hin. Die ziehen wir. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. In Dorfromantik hat's gebrannt, Captain Kiba. Warum hast du dich da nicht drum gekümmert? Wurdest du abgelenkt? Ich hab's nicht gehört. Ach so. Ich glaube, ich hab's überhört, weil es mir wichtiger war, hier Salpeterwerke irgendwo hinzusetzen. In unserem Touristenparadies hat's gebrannt, Leute. Können Hotels eigentlich brennen? Macht sich Don Blake Sorgen. Jetzt mach ich mir auch Sorgen. Mustang. Liebe Grüße an dich und danke dir fürs allererste Abo. Herzlich willkommen. Ja, ich lenke mal ab. Danke an dich, dass du mich hier ablenkst von dieser Tragödie. Hawkeye CW. Danke an dich. Auch erstes Abo. Herzlich willkommen. Lass uns nicht über Katastrophen reden. Lieber über die schönen Dinge des Lebens, wie das Matze, hallo Black Panther, ein Abo verschenkt hat an EnteDuck21. Das sind Dinge, über die ich gerne rede. Irgendeine Katastrophe gab es eben. Oder ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was da war. Ich glaube, da war doch gar nichts, Kiba, oder? Nee, ne? Ich weiß nicht. Nö, glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Da war gar nichts. Mal hier hin und einmal Straßenverbindung. Oh, schief und krumm. Eine Spezialität. Lange Ausfallstraße. So,
Eben hatten wir gehört, es hätte angeblich irgendwo gebrannt. Was ist die Folge davon, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass es Flammen, Feuer und Katastrophen gibt? Man könnte jetzt sagen, aus Schaden wird man klug. Lass uns hier unbedingt auf Dingenskirchen bei diesen Salpeter-Gebäuden, bei den Salpeterwerken auf hoher See, da kann es mal knallen, auch eine Feuerwehr hinstellen. Kapitän Kima, glaubst du, ich setze jetzt hier eine Feuerwehr hin? Das würde ich dir zutrauen, es nicht zu tun. Glaubst du, ich mach's oder nicht? Leg dich fest. Was traust du mir zu? Mach ich's oder mach ich's nicht? Du machst es nicht. Richtige Antwort. Captain Kiba hat 100 Punkte bekommen. Glückwunsch an dich. Ganz, ganz zauberhaft. Das ist eine Gratisübernachtung in einer unserer Hotels. Glückwunsch an dich. Kapitän Kiba hat gewonnen. Warum? Ja, Leute, wir spielen. Komm. Also, wenn wir im Ernst, wenn wir aus Schaden klug werden würden, dann wäre dieser Planet ein völlig anderer. Seid mal realistisch. Ich bin auch kein besserer Mensch als alle anderen. Was als nächstes zwischen die Räder kommt.